So weich waren deine Handtücher sicherlich noch nie. Denn ich zeige dir hier eine wirklich geniale Methode, wie du deine Handtücher wieder richtig schön weich und flauschig bekommst. Und das alles in der Waschmaschine. Dafür brauchst du unter anderem Essig. Und eine weitere Zutat, die du noch brauchst, ist Natron. Natron findest du bei uns im Shop. Diesen verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Und mit dem Gutscheincode FUCHS10 bekommst du auch noch 10% Rabatt auf deine Bestellung. Schau daher unbedingt einmal im Shop vorbei, falls du kein Natron bei dir zu Hause hast. Denn mit dieser Mischung aus Essig und Natron bekommst du deine Handtücher wirklich wunderbar weich. Und wie genau du dafür vorgehen musst, das zeige ich dir jetzt. Ich nehme dafür 50 ml Essig und kippe diesen jetzt direkt in die Trommel. Außerdem kommen dazu noch ungefähr 2 Esslöffel von dem Natron. Auch dieses gebe ich jetzt direkt mit in die Trommel zu dem Essig. Dann haben wir soweit schon mal alles vorbereitet. Jetzt musst du natürlich deine ganzen Handtücher noch mit in die Waschmaschine geben. Dann natürlich noch ganz normal das Waschmittel, aber du kannst dir auf jeden Fall auf Weichspüler verzichten. Denn Natron und Essig sorgt eben dafür, dass die Handtücher richtig schön weich werden. Und ein weiterer netter Nebeneffekt ist auch noch, dass deine Maschine dabei entkalkt und gereinigt wird. Denn Natron und Essig kannst du auch wunderbar benutzen, um deine Waschmaschine zu reinigen. Das heißt, du hast hier gleich den doppelten Effekt, wenn du dies anwendest. Jetzt musst du deine Wäsche nur ganz normal durchwaschen, wie sonst auch. Natron und Essig sorgt jetzt dafür, dass hier diese Wirkung entfaltet wird. Und wenn die Waschmaschine dann fertig ist und deine Handtücher getrocknet sind, wirst du merken, dass sie wirklich unfassbar weich und flauschig sind. Probiere diesen Trick doch daher bei dir auch unbedingt einmal aus. Möchtest du jetzt außerdem noch wissen, wie du dafür sorgen kannst, dass deine Fenster sich komplett von selber reinigen, dann schau dir unbedingt das Video an, welches ich dir an dieser Stelle verlinke. Außerdem würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen und vergiss doch auch auf gar keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.